Hey ho, willkommen zu einer neuen Folge My Time at Portia. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und viel Spaß. Tag 6, Monat 3. Auf geht's, ein neuer Tag in Portia beginnt. Gestern war ich ja sehr zufrieden mit mir. Schauen, ob wir heute wieder Chaos verbreiten oder ob es weiter so cool vorangeht wie gestern. So, wir wollen jetzt mal die ganzen Materialien einsammeln, die dazu führen dürften, dass wir nochmal ein paar Quests loswerden. Die dann wiederum dazu führen, dass wir endlich unseren Arbeitstisch Level 3 kriegen. Wow! Soldate mit Lanze gesehen von Django. Beziehung. Geil! Hat sich was getan. Richtig gut. Das freute mir. So, Bronzeplatten herstellen. Hatte ich jetzt nicht noch genug für? So, nee. Eine fehlt tatsächlich noch. Schade. So, das läuft. Das läuft. Missionen, lasst uns gucken. Carbonstahlwaren fehlen uns jetzt nicht, weine gleich. Aber da haben wir doch bestimmt noch welche. Oder habe ich die jetzt alle verbraten für irgendein anderes Zeug? Das kann ich ja gut, ne? Mangan. Eisen. Oh nee, Leute, ey, ich hab's schon wieder verkackt. So früh gefreut gestern. Wir haben etwas zu viel Carbonstahlbarren verbaut. Müssen wir craften, auf jeden Fall. Auftanken. Ach, verdammt. Na gut. Ist ja nur für Higgins, den können wir auch noch 5 Jahre warten lassen. Aber den Drucker möchte ich eigentlich bauen. Da hatten wir auch alles für da. Bin ich so ein bisschen, was machen wir denn jetzt? Habe ich keinen richtigen Auftrag. Gibt es auf der Karte irgendeinen Auftrag? Möchte hier irgendjemand was von mir? Ja! Oh, wir können schon wieder... Upala. Hühners. Oh, wie schön. Jetzt sprenkeln die wirklich hier rum. Guck mal. Eieiei. Psch, psch, psch. Einmal geduscht hier. Morgendusche bei Emily überm Feld gelaufen. Und da sind die Hühner wieder ausgebüxt. Das gibt's ja gar nicht. Yes. Hila, da laufen sie wieder. Wir sind schon wieder ausgebüxt. Man könnte meinen, ich trainiere für einen Marathon. Keuch. Ganz ruhig, ich helfe dir. Danke für die Hilfe. Diese Kleinen hatten jetzt genug Spaß. Zeit, dass sie sich ausruhen. Okay, kommt, kleine Hühners. Bock, bock. Rein in den Käfig. Zack. Kommt, ihr Süßen. Spaß mit dem Spaziergang. Ja. Geschafft. Tut mir leid, dass ich dich schon wieder damit nerve. Du bist so ein netter Mensch. Hier hast du ein paar Eier zum Dank. Meine Güte, wie unglaublich viele Eier ich bald habe. Ich habe noch nie Eier benutzt. Ich weiß gar nicht, was ich damit will. Hier eigentlich noch irgendwas Tolles zu sehen? Ich glaube, hier hatte ich mich schon mal umgeguckt, aber kann ja nicht schaden, das vielleicht nochmal zu tun. Mit den Tomaten auf den Augen habe ich ja bestimmt alles übersehen. Kommt man hier rein? Nee, schade. Ich spaß ich. Ah, guck mal. Getrocknete Apfelringe. Siehst du hier? Manchmal macht es Sinn, sich Orte noch ein paar Mal öfter wieder anzuschauen. Irgendwas übersieht man immer. Sehr cool. Hallo Ente. Ente. Dieses Geräusch, ne? So, wir können hier nochmal diese Steine wieder abklopfen.
Da gab es immer irgendwelche schönen Sachen, ne? Hier gab es eigentlich immer schöne Sachen. Und vor allem auch mal wieder ein bisschen Marmor. Oh, was haltet ihr denn davon? Oh ja, ich habe eine Idee, was wir machen. Ich bin jetzt ein bisschen planlos heute. Wir gehen mal zur A&G-Bau und gucken, was uns jetzt der Arbeitstisch nochmal kostet. Da habe ich nämlich überhaupt keinen Plan. Und wenn wir das wissen, ja, werden wir wahrscheinlich weinen, weil wir die Materialien erstmal beschaffen müssen. Ui, 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 ui. Jo, komm, wir gucken mal. Ist jetzt gerade spannend. So, wir haben Wochenende. Ich brauche gar keinen Handelsauftrag holen. Ups. Aber ich kann hier doch trotzdem gucken, oder? Ja, doch. Das müsste gehen. Das müsste gehen. Zeig mal her. Was brauchst du von mir, damit ich meinen Arbeitstisch auf Stufe 3 bekomme? Stufe 2. Verbessern. Hartholz-Dielen. Oh, krass, alles andere haben wir. Jo. Auf geht's. Hartholz-Dielen, schleifen. Ab geht die Post. Hoffentlich haben wir genug Holz. Wenn nicht, haben wir dann jetzt was zu tun. Holz fällen. Gehen wir mal wieder in die Baumschule. Genau. In die gute Baumschule. So, da waren die Schleifmaschinen. Unsere Platten sind fertig, sehr schön. Nehmen wir die. Dann Hartholz-Dielen fertigen. Oh, 25 können wir nur. Geil, mach mal erstmal. Bam. Bam, bam. So, Töfte-Faltestelle fertig machen. So, und jetzt können wir die Druckerpresse fertig machen. Da hatten wir nämlich alles für. Bauen. Nur die Sachen holen. Schleifstein, Flaschenzug, industrieller Motor, Manganstahlbarren. Wo waren denn die Schleifsteine, verdammt? Ach, hier. Warte mal. Manganstahl. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Das waren die, ne? Ja. Okay, cool. Manganstahlbarren. Schleifstein. Flaschenzug. Was war das noch? Mein, Kurzzeitgedächtnis funktioniert schon wieder gar nicht. Macht nichts. Finden wir gleich raus. So, das erstmal rein. Industrieller Motor war es. Ach, bam. Industrieller Motor, okay. Das haben wir auch gleich. Industrieller Motor. Wo bist du? Kleiner, süßer Schatz. Zeig, wo du bist. Musst dich irgendwo haben. Irgendwo musst du sein. Komm jetzt nicht schlapp hier, du. Ich glaube, ich habe doch keinen. Verdammt. Aber tragisch jetzt. Kann ich den bauen? Wartet mal, wie lief das denn ab? Stand hier nicht, dass ich den... Industrieller Motor. Handbuch. Im Besitz. Ich habe 5 Stück. Ich habe 5 Stück. Und kleine Motoren. Wo bitte sind diese 5 Stück denn? Kann doch nicht sein, dass ich die jetzt echt sowas von nicht gesehen habe. Hm.
Hey Leute, ey, ich habe Tomaten auf den Augen. Maximale Inventarüberforderung. Sind denn die fünf? Ich sehe hier nicht ein. Wo sind denn hier bitte fünf Motoren? Das Spiel möchte mich verarschen. Aber richtig doll. Verstehe es nicht. Ich verstehe es ganz und gar nicht. Oder ich kann hier doch nicht alle Taschen sehen. Da oben. Oh. Mann, ey. Doch gar nicht. Wäre ich jetzt schon wieder fast ein bisschen, ja. Verzweifelt. Sehr gut. Wir haben die Druckerpresse fertig. Ich freue mich. Dann kann als nächstes hier auf jeden Fall... Alles Schleifer wäre natürlich auch cool, aber dafür brauchen wir noch den Arbeitstisch. Ja, würde ich sagen, jetzt wird den Baukran als nächstes an. Ein Riesenprojekt, aber machen wir. Okay, Hartholzdielen haben wir noch nicht genug. Dann würde ich jetzt vorschlagen, wir gehen nochmal ein bisschen Holz fällen. Haben wir Hartholz auch hier? Ja, ich glaube, so war das. Hier gerade Bienen. Und, oh, die greifen mich sogar an. Oh je, das hatten wir schon mal. Ich erinnere mich schwach. Nein. So, dann können wir hier noch mal ein paar nachlegen. Eine, auch nicht schlecht. Schon nicht so viel Hartholz gekriegt hier, wie ich dachte. Hm. Also doch noch mal zur Baumschule gehen. Ich denke, da wird es effektiver sein. Nicht nur aus den ganz großen Bäumen, wie es mir scheint. Oder den Wurzeln. Okay, hier aus der Wurzel auf jeden Fall. Dann machen wir mal da hinten die großen Bäume noch mit weg. Oh, da leuchtet ein oranger Kreis. Oranger Kreis ist eigentlich immer gut. Wir sollten da mal hin. Da passiert was. Hallo, Emily. Brauchst du die neuen Töftöfs? Ja. Baue ich. Baue alles. Alles baue ich, Schätzelein. Pinky. Hier irgendwas in der Tafelrunde. Also, das ist so. Brotpflegeprodukt wäre unsere Eintrittskarte zum Glück. Jeder wird es kaufen wollen. Ich nenne es clevere Substanz. Ich brauche das jetzt in meinem Leben. Ich könnte das Produkt vermarkten. Wir können Zutaten von meiner Farm verwenden. Hey Leute, was macht ihr da? Germanin, kannst du uns einen kleinen Gefallen tun? Wir brauchen einen Mixer, um die Flüssigkeit zu mischen. Ich denke, ein Baumeister wie du ist für diese Aufgabe geeignet. Ja, das kann ich jetzt. Vielen Dank, hier ist das Schaubild zum Erstellen des Mixers. Petra hat es mir gegeben, ich hoffe, es ist hilfreich. Ich werde mein Bestes geben. Ich werde so schnell wie möglich zurückkehren. Will sie mich veräppeln? Ich habe doch den Mixer schon gelernt. Na gut, doppelt hält anscheinend besser. Auch nicht schlecht. Nein, ich wollte gerade nicht nochmal mit dir reden. Ich möchte hier raus. Ich möchte hier raus, Emily. Bitte, akzeptiere das. Danke. Ah, diese Portiana. Immer haben sie was. Immer haben sie was. So, jetzt da vorne ist auch irgendwas los. Mal. Komm da nicht hoch. Oh nein. Jetzt echt nochmal außen rum komplett laufen? Verdammt. Ich hab
keine Ausdauer mehr. Hilfe! Wer ist denn da so schnell? Ist das der Higgins? Hä, wo geht der denn hin, der Punkt? Mich veräppeln. Verfolgungsjagd. Wer ist da? Ach, hier, May. Die Druckerpresse. Hey, wie geht's dir? Oh, ist das eine Druckerpresse? Im Büro Atara hatten sie einige von denen. Wow, ich kann es gar nicht fassen, dass wir eine davon in unserem Büro haben werden. Vielen Dank. Ich habe im Moment zwar kein Geld, aber wenn unsere Zeitung mehr einbringt, bezahlen wir die später mit Zinsen. Wie klingt das? Sehr gerne, sehr gerne. So. Mission complete. Oh, Ginger. Hallo, Ginger. Papa ist wegen des neuen Transportsystems ganz aufgeregt. Er sagte, dass ich damit viel weiter komme als zu Fuß. Ich kann es kaum erwarten, es auszuprobieren. Seht mal, wo wir gerade beim Transportsystem sind. Da hinten müssen wir nochmal eine Haltestelle montieren. Haben wir die gerade noch dabei? Müssten wir ja, genau. Können wir da jetzt hin? Auf ins Ödland. Könnten wir auch noch unterwegs das ein oder andere Bäumchen mitnehmen. Macht ja nichts. Vielleicht sich auch noch mal in der einen oder anderen Ecke ein bisschen umgucken. Da sehe ich ja immer gerne so viel. Oh, das ist wieder so eine durchsichtige Wand. Hier komme ich nicht durch. Schade. Nein, ich möchte nicht kämpfen. Lass mich in Ruhe. Ich will hier nur durchlaufen. Ich bin nur zu Besuch. Ja, da muss ich hin. Perfekt. Haben wir jetzt eigentlich überall welche hingemacht, wo man welche hinmachen muss? Ich glaube schon. Westliches Plateau. Wo kommen wir denn da hin? Hier später irgendwie durch so einen Gang wahrscheinlich. Irgendwie muss es hier doch. Hier müssen wir auch irgendwann nochmal rüberkommen. Mal da hinten. Wäre ja auch schon irgendeine Aufgabe. Aber da kommt man gar nicht hin. Alles noch sehr, sehr merkwürdig. Aber da kommt noch so einiges auf uns zu. So, was machen wir jetzt? So, das war ja Ingvar. Den habe ich schon mal aufgehoben. Meine Güte. Wollen die mich hier schon wieder alle verprügeln? Das gibt's doch nicht. Das sind diese Papaya-Früchte. Auch nichts Neues. Können wir da hochklettern? Ist das eine Leiter? Ja, aber da kommen wir nicht hoch. Die ist kaputt. Sind wir auch schon mal rumgelaufen? Ist auch nichts wirklich. Ich habe den Hund gefunden. Leute, ich habe den Hund gefunden. Wo komme ich denn da jetzt nur hin? So, so, so. Da, da, da. Guckt mal, wer da ist. Der kleine Scraps, hallo. Wow, wow. Scraps? Uff. Er ist davongelaufen. Das sollte ich Polly erzählen. Hihi. Mal, ein Schrank. Kann ich den mitnehmen? Nein. Sehr schön. Ist auch nochmal geschafft. Komme ich jetzt hier wieder weg? Oh je. Da habe ich mich jetzt in was reinbuxiert. Aber erstmal reinspringen. Gen ASMR. Oh je, oh je. Hallo, Schlurpi.
Hätte auch mal wieder Lust auf neue Gegner. Hier gibt es jetzt auch nichts wirklich Neues. Hier hoch. Auch nicht. Ups. Na gut. Gucken wir uns hier nochmal. Wir können die neue Angel nochmal testen. Schaffen wir das jetzt noch? Doch, das schaffen wir noch. Auf jeden Fall. War doch irgendwo so ein Fischgrund. Da. Voilà. So, da schwimmen sie doch schon, die dicken Fische. Dann nehmen wir jetzt... Aber ich habe keine Raupe dabei. Ohne Köder geht das gar nicht, oder? Oh nein. Ach, wie ärgerlich. Hätte ich jetzt gerade tatsächlich doch mal getestet. So, ja, das Angeln. Aber das hätte ich jetzt getestet für euch. Nun gut. Dann... Auf nach Hause. Wieder spät. Mal gucken, ob wir es überhaupt bis 3 Uhr schaffen, zurückzukommen. Wahrscheinlich kippen wir vorher um. Bei meinem Glück. Das heißt also, morgen können wir die Aufgabe mit Higgins abschließen. Morgen, also was heißt morgen, in der nächsten Folge, ihr wisst, was ich meine. In der nächsten Folge können wir den Arbeitstisch auf Stufe 3 setzen. Und dann geht's an den Kran. Gut, und an den Mixer. Den brauchen wir jetzt anscheinend für mehrere Dinge. Sehr, sehr cool. Ja, unglaublich viele Bronzebarren wir jetzt haben. Sehr geil. Taschenstuhl, Stahl, Kabel, Stahlram, Eisenholzdiele. Ach genau, die Dielen. Das war's. Die wollte ich nehmen. Genau, mit Polly müssen wir sprechen. Jetzt fehlt uns hier das Glas. Will er mich verkackeiern? Habe ich das in meine Kiste getan? Ja, ich weiß, es ist spät, aber ich habe mein Glas verloren. Juli, hab's bestimmt irgendwo verbaut. Nein, da ist es. Oh, hat ein Glück. Okay, das sieht ganz gut aus. Das sieht ganz gut aus. Also, es ist gleich Spätuhr. Sag wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Zum nächsten Mal. Adieu. Gute Nacht.